Als brandenburgischer Landesvater hat Manfred Stolpe die Geschicke des ostdeutschen Bundeslandes maßgeblich mitgelenkt. Der erste Ministerpräsident nach der Wende amtierte dort bis 2002. Im Alter von 83 Jahren ist Manfred Stolpe nun verstorben, wie die Potsdamer Staatskanzlei am Montag mitteilte. Dietmar Woidke, aktueller Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten, nannte Stolpe in seiner Trauerbekundung den Vater des modernen Brandenburgs, einen Sachverwalter ostdeutscher Interessen und einen großen Glücksfall für das Land. Stolpe, der zuvor lange in der evangelischen Kirche tätig gewesen war, trat 2002 zugunsten von Matthias Platzeck als Regierungschef zurück. Im Kabinett von Gerhard Schröder arbeitete der SPD-Politiker bis 2005 als Bundesverkehrsminister. Umstritten waren zeitweise Stolpes Verbindungen zur DDR-Staatssicherheit. Manfred Stolpe sei nach langer, schwerer Krankheit in der Nacht zum Sonntag friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen, so die Staatskanzlei in Potsdam. Ab Dienstag liegt dort ein Kondolenzbuch aus, wo die Brandenburger und alle anderen ihre Gedanken zum ehemaligen Landesvater eintragen können.